Bereits der 9. Spieltag steht an für die Jahne 11. Am Samstag um 13 Uhr geht es zum Ronhof. Es geht gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Bei mir wieder Cheftrainer Achim Bayerlorzer. Achim, letzte Woche war extrem anstrengend. 3 Spiele in 6 Tagen. Ja, welchen Einfluss hatte das auf die Trainings- und Belastungssteuerung für die aktuelle Trainingswoche? Ja, wir haben natürlich vom Umfang her und von der Anzahl der Trainingseinheiten einfach das Ganze berücksichtigt. Also wir haben kein Doppeltraining gemacht, weil wir schon wussten, dass diese 3 Spiele sehr, sehr intensiv waren und natürlich auch bei den Spielern schon ein bisschen was zurückgelassen haben. Deshalb haben wir nur einfach trainiert, haben jetzt aber vorgestern und gestern 2 gute Trainingseinheiten gehabt, wo wir einfach gut reingekommen sind in die Woche, auch sehr gut regeneriert haben und trotzdem an den Punkten weitergearbeitet, die wir jetzt schon die ganze Zeit auf der Agenda haben. Nämlich, dass wir uns noch mehr verbessern im Spiel mit dem Ball, aber natürlich unsere Aggressivität gegen den Ball immer wieder aufrechterhalten. Ja, Andi Geipel fehlt gesperrt jetzt am Samstag in Fürth. Ja, welche Gedankenspiele habt ihr als Trainerteam? Gilt da auch die Devise? Du hast es in der PK angesprochen. Ja, jeder hat eine Chance, also jeder kann auch jetzt reinrutschen. Ja, genauso müssen wir es ja auch machen, weil der Konkurrenzkampf belebt die ganze Situation. Und wir haben 4 Sechserspieler letztendlich jetzt noch zur Verfügung. Das ist Marc Leis, das ist Adrian Fein, das ist Max Thalhammer und André Day. Und jetzt geht es eben darum, wer sich in den Trainingseinheiten in den Vordergrund spielt, wer deutlich zeigt, dass er auf der Position gut gegen den Ball, aber natürlich auch im Umschaltmoment den richtigen Pass spielen kann für unsere Offensivspieler. Und da habe ich jetzt schon vieles Gute gesehen und es wird sich aber jetzt noch zeigen, wer sich da wirklich dann am Samstag präsentieren wird. Ja, gegen Fürth, die sind gut in der Saison gestartet und das letzte Heimspiel, das sie verloren haben, war gegen uns am 30. Spieltag letzte Saison. Wenn du zurückdenkst an dieses Spiel, spielt es noch eine Rolle? Kann man aus diesem Spiel jetzt auch für das neue Spiel mitnehmen? Ich glaube, es wird ein ganz, ganz ähnliches Spiel, weil damals war Fürth auch schon richtig aggressiv gegen den Ball, hat kompakt gespielt, hat hinten wenig zugelassen. Es war vielleicht für den Zuschauer kein richtig schönes Spiel, weil wenig Ballfluss da war und Spielfluss da war, aber es war höchst intensiv und ich glaube, genau so wird das Spiel jetzt auch werden. Ja, wir müssen vermeiden, Bälle vor ihrer Mittelfeldkette zu verlieren, weil sie da sehr, sehr aggressiv und auch wirklich mit einem guten Umschaltspiel unterwegs sind. Haben ja auch einige Neuzugänge jetzt integriert. Die Abwehr ist mehr oder weniger stabil geblieben. Und ja, das wird eine richtig schwere Aufgabe. Wir wollen natürlich diese Serie, die wir jetzt begonnen haben, jetzt haben wir 3 Spiele in Serie gewonnen. Wäre schon super, wenn wir die Serie fortsetzen können und ungeschlagen bleiben. Samstag, 13 Uhr gegen Spielvereinigung Greuther Fürth. Knapp 1400 Fans aus Regensburg werden die Jahn 11 begleiten. Es wird aber zusätzlich noch ein paar Karten geben an der Tageskasse, sowohl Steh- als auch Sitzplätze.